Cool, da fuhr gerade ein Auto über den Berg. Guck, jetzt fährt's wieder runter. Was? Wo Ist da eine denn? Straße Wo denn? auf der anderen Seite vom Wo du guckst, ach da drüben, ja, da da oder fährt ein Auto. Da fährt ein Auto. und in welcher Geschwindigkeit? Guck mal, wie die da fahren, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Also fährt doch keiner durch die Kurve. Und schon gar nicht bei Schnee. Andere Richtung. Andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Wieso, hier ist er doch. Nein, da ist einer. Nee, in die andere Richtung gehst. Da fahren dann immer so die Berg hoch da. Den Berg? Nicht den Berg. Weiter geradeaus geht. Na, du hast übrigens gleich verspätet. Da hinten die. Das ist echt eine Straße. Da oder wo? Ja, die da. Guck mal, mit welcher Geschwindigkeit die da hochfahren. Nein, nicht den. Die Straße, der Berg hoch. Guck mal. Zip, da ist die Straße auch zu Ende. Zip. Wir haben es halt eilig. Ja, auch der jetzt. Guck mal hier. Ah. Also normalerweise würdest du da aus der Straßenkurve fliegen. Oh Mann. Naja, gut. Ist halt so. Echt geil. Unglaublich, was man so alles entdeckt, ne? Im Ja, Train Simulator, wenn man das da einfach Lustige nur ist aber, man mitfährt. sieht's eher, wenn man mitfährt, als wenn man selber irgendwie fährt. Ja, richtig, man Weil achtet da ja du gar nicht achtest drauf. echt auf andere Dinge in dem Moment. Ich hätte jetzt zum Beispiel gar nicht wahrgenommen, dass da in Autos gefahren sind. Ja, guck mal, da muss ich erst kommen und dir das sagen. Nü. Aber kann es sein, dass weniger schneien tut es nicht, ne? Das sah gerade so ein bisschen heller aus, fand ich. Aber das ist auch nur, weil da die Wolkendecke aufgebrochen ist. Es wird dunkel. Da fällt es, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm auf, oder? Ah, doch, man merkt es jetzt aber. Die Scheibe wird schon wieder nasser. Nasser? 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 Nasser, okay. Irgendwie so. Nasser. Jetzt fahren wir nach Karthenes. Das ist in Griechenland, oder? Hier steht hier unten Karthenes. Keine Ahnung. Gleis Jetzt weiß ich, 1. wo das ist. Komischer Name. Die haben hier sehr komische Namen auf den Haltestellen. Das ist Kotten, Katenes. Ja, die Orte haben halt komische Namen. Ja, aber lieber Kotten als Koten. Naja. Du weißt ja, auf den Pappenkoten, ne? Ja, genau. Mit der Sonne, die da so in dem Wasser. Ich hab's gerade so gedacht, deswegen bin ich nochmal zurückgegangen. Es hat was. Ich habe mir schon gedacht, dass du das gedacht hast. Da kommen die Romantiker durch, ne? Oh, Carsten. Oh ja, Romantik. Jetzt hat die Hälfte der Zuschauer gerade abgeschaltet. Ih, da war ich aus. Ich glaube auch. Also sehr viel Schräglage hier auf der Strecke. Ja, aber ist doch schön. Ja, es hat ist doch was. schön, oder nicht? Ist schön. Solange du deinen Kaffee festhältst und nicht meinen Zug versaust, ist alles okay. Ich trinke ja keinen Kaffee, weißt du doch. Ja, sagst du jetzt. Wie? Dann klebt der ganze Red Bull wieder am Fußboden, weißt du? Ja, ist ja kein Kaffee. Das ist noch schlimmer. Nächster Halt, Karthenes. Ja, das ist auch ein bisschen Ausstieg ranziger Bahnhof. rechts. Ich habe Bis das hier dran. übrigens gerade extra gesagt, damit die alle rechts aussteigen und erstmal auf die Schnauze fallen. Ja, das ist aber nicht nett. Ist mir egal. Nee, das macht man Ich nicht. mache jetzt noch rechts die Türen auf statt links, dann passt das. Ich glaube, das kann man tatsächlich steuern, ne? Ich habe keine Ahnung. Also bei World of Subways kann man es, aber hier weiß ich es nicht, da bin ich überfragt. Ja, wenn du das nicht über die Taste machst, sondern über dieses Display vorne, über den Schalter, glaube ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ne? Weißt Keine du nicht. Ahnung. Ne? Hast keine Ahnung, Schon ne? wieder so ein extrem langer Bahnhof hier. Ich glaube, der ist nur für diese komischen Na Regionalbahnen. gut, ich hätte noch ein Stück vorfahren können, aber. Ja, so eine Wagenlänge, würde ich sagen. Ja.
Aber passiert, ist nicht schlimm. Komm, Andi, ist nicht schlimm. Ich bin dir nicht böse. Bin ich beruhigt, Carsten. Dann ist gut. Mir geht schon direkt besser. Dann ist gut. So soll es sein. So, einmal 90. Man muss 90. Aber bei der AFP auch aufpassen. Man muss echt gucken, wie man die Tasten antippt, weil es springt gerne mal auf 10 hoch oder auf 20 hoch. Hast du das mal bemerkt? Bist du mal mit AFP gefahren? Oder? Nee, noch nicht. Ach so, okay, dann musst du drauf achten, wenn du das machst. Manchmal geht es in 10er und manchmal in 20er Schritten, also je nach Tastendruck. Das ist ja ein bisschen doof, ne, wenn du dann auf einmal zu schnell bist. Ja gut, du siehst ja hier, zumindest bei ihr siehst du es wirklich sehr gut im Display vorne. Es gibt aber auch Züge. Da hast du nur den Zeiger hast. Das finde ich zum Beispiel beim, wie heißt der? Weiß ich nicht. Hier beim, Urbino 12. Nein. Hier, das Hamburg-Ding, was du auch hast. Metronom. Der Metronom, ja. Metronom. Da finde ich es zum Beispiel nicht so toll gemacht, weil du hast da nur den Zeiger. Ich meine zumindest, der Metronom wäre es gewesen. Ja klar, da bin ich... Ich glaube, das war der. Da bin ich nämlich mit dem Chicoten gefahren. Da habe ich nämlich als die Digitalanzeige gesucht, nicht gefunden. Meine Metronom. Ist halt Luxus, ne? Ja, gut. Alle neumodischen Züge sind so gesehen Luxus. Echt? Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Bist du denn schon mal ICE gefahren? Ja, sicherlich. Oh, ja, gut, jetzt sag ich da drauf. Oh. Wer ist denn noch kein ICE gefahren? Langweilig, ne? Sagt er jetzt. Langweilig. Ich bin ja sogar mal ICET gefahren und saß ganz vorne hinterm Fahrer. Ich rede jetzt von Train Simulator. Ach so. Ja, wie gesagt, ich habe den ICE 2 von VR. Den werden wir bei Gelegenheit, denke ich mal, auch wieder fahren. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher Strecke. Sollte sich auch irgendwie anbieten, dass man ein bisschen ausfahren kann. Ja, hier glaube ich nicht. ich weiß also nicht. Also würde sich, glaube ich, Hamburg-Hannover würde sich da, glaube ich, anbieten. Ja, es gibt jetzt auch noch so ein paar neue Strecken. Rosenheim, glaube ich. Oder Karlsruhe, kann das sein? Die gibt es auch noch recht neu. Wo ich mir vorstellen könnte, dass da echt auch Streckenabschnitte sind, wo du die ausheizen kannst. Da wäre jetzt zum Beispiel die Neubau-ICE-Strecke hier bei uns in der Ecke ganz gut geeignet Richtung Kassel. Da gibt es eine extra ICE-Strecke. Da könntest du richtig schön die mit dem durchheizen. Die Köln-Frankfurter, meinst du? Hä? Ist das die Köln-Frankfurter, die Hochgeschwindigkeitsstrecke? Nein, ich rede von Fulda-Kassel. Ach, du redest ja von Fulda-Kassel, ne? Ich rede von Fulda-Kassel, du hast mir wirklich nicht zu. Also ich rede von der Hochgeschwindigkeitsstrecke. München-Rosenheim meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, die zum Beispiel. Ja. Die hat der Julian, ja? Ja. Ach, siehst du, den könnte ich direkt mal fragen, ob das passend wäre für den ICE. Ich hab die auch. Du hast die auch? Ich hab die auch. Wie sind die? Die ist ganz schön, ja. Ja? Ja, ganz bin schön, aber oder die ist schön? Nee, die ist schön, ja. Sehr schön oder nicht so schön? Doch, die ist schön gemacht, definitiv. Kann ich nur empfehlen, gibt es aber im Moment nicht im Angebot. Ja, das ist mir klar, deswegen warte ich ja noch auf die Angebote. Aber die Szenarien, die dabei sind, die sind aber eher, glaube ich, so S-Bahn-mäßig. Okay. Weil du hast ja dann auch den, hast du den Zug dabei oder muss man den extra kaufen? Ich muss mal eben kurz gucken. Ich glaube, den muss man extra kaufen. Ne, genau, ja doch, die S-Bahn, diese BR423 hast du zum Beispiel. Ja, ja, deswegen wollte ich es mir unter anderem auch holen, weil ich diese Züge mag. Du hast sogar BR101 mit Regionalexpresswagen, die wären sogar auch noch dabei. Ja, wobei die hast du ja meistens bei irgendwelchen Add-ons direkt schon dabei. Ja. Die Regionalexpresswagen. Okay. Ja, und dann hast du SIFA, PCB, LZB und AFB. Wobei ich nur mit einem bisher was anfangen kann. Ich wollte es nur mal erwähnt haben Zuschauer, die es interessiert. Liebe Zuschauer, es gibt übrigens noch die Strecke Rosenheim. Die ist, weiß ich nicht, habe ich nicht. Na, aber ich bin die S-Bahn-Strecke schon gefahren. Die ist echt gar nicht so verkehrt.
Aber ich muss sagen, landschaftlich ist das natürlich hier besser, weil auf dieser Strecke natürlich auch rechts und links dann öfter mal diese Schallschutzwände und so stehen, ne? Mhm. Das ärgert mich so ein bisschen, dass uns kein Zug mehr entgegenkommt jetzt. Ja. Finde ich ein bisschen schade. Ärgert mich jetzt gerade. Dann hättest du wieder hupen können. Ja, nicht nur deswegen. Ich finde es halt irgendwie interessanter, wenn dann immer mal was entgegenkommt. Mhm. Also wollte ich jetzt sagen, also das ist natürlich die Strecke hier natürlich schöner. Oder jetzt zum Beispiel die Dreiländereck, ne? Da ist halt landschaftlich ein bisschen mehr drin. Finde ich jetzt. Was ist jetzt so deine persönliche Meinung zum Dreiländereck zum Beispiel? Du bist ja schon gefahren, ich bin jetzt noch nicht großartig gefahren. Ja, ich also das, was ich jetzt, die erste Strecke, die ich gefahren habe, die fand ich richtig geil. Oder mal anders gefragt, kennst du das Dreiländereck jetzt aus dem realen Leben? Nein, also das ist sowieso, ich bin jetzt nicht der Typ, der das auch alles immer mit der Realität vergleicht. Kann ich auch gar nicht, weil ich so viel ja gar nicht mit dem Zug unterwegs bin oder so. Also, na gut, es gibt ja Leute, die kennen die Strecken und sagen, ach, das ist ja ähnlich oder nicht, ja. Ja, zum Beispiel hat der James gesagt, hier die Strecke Köln-Bonn ist, die Bahnhöfe sehen 1:1 genauso aus. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt sagen muss, hier, dass Hamburg zum Beispiel auch gar nicht so. Oder zum Beispiel, da gibt es den Bahnhof Lüneburg. Da bin ich halt früher in der Ausbildung. Wir haben unser Bildungszentrum da in der Nähe. Ich habe das sofort wiedererkannt. Oder Hamburg-Harburg zum Beispiel. Mhm. Du denkst so, oh, guck mal, da hast du doch schon mal gestanden. Das war nämlich so geil, da sind wir mal mit dem HKX gefahren, hatten dann leider einen Lokschaden in Hamburg-Harburg, sind dann gerade noch eben da reingekommen und mussten da ungefähr, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde auf eine Ersatzlok warten und sind dann da über den Bahnsteig dann getingelt. Ja, und über dieses... Wobei bei Hamburg-Harburg habe ich auch so gedacht, ach guck mal, hier kennst du doch, gleich mal Bus weiterfahren. Nein. Ja, zum Beispiel, ja. Mal eben umsteigen. Ja, das hat der Tram Düsseldorfer ja seinerzeit mal gemacht. Er ist erst World of Subways in Berlin gefahren und dann ist er umgestiegen in seinen Benz und ist weiter Berlin in Spandau gefahren. Ja, eigentlich keine schlechte Idee. Das war sehr cool, sehr geil umgesetzt so. Ja. Ja, könntest du ja jetzt auch machen, ne? Du hast ja die Wittenberg-Berlin-Dingens da, ne? Mhm. Kann man ja, glaube ich, auch dann wahrscheinlich mit einem X10 umsteigen oder was auch immer. Keine Ahnung. Ja, musst du mal googeln, dann machst du das auch. Witzige Idee. Witzig. Ja, es ist aber in OMSI jetzt mittlerweile ein bisschen schlecht wegen dieser Ego-Perspektive. Das funktioniert nicht mehr so gut, ne? Mit der Ego-Perspektive? Das funktioniert nicht mehr so gut. Ja, du hast zwar in OMSI diese Ego-Perspektive, aber der setzt sich ja irgendwo auf die Karte. Ich laufe jetzt zum Beispiel auf Hamburg-Harburg nicht erst vom Arschlochkind zu nach Hamburg-Harburg, um dann zu drehen, wie ich in den Bus einsteige. Nicht? Nee, vergiss es. Ey, setz dich mal ein bisschen ein. Nee. Doch. Die Ansicht hier ist immer ein bisschen schade, die mag ich nicht so. Wieso? Ja, so von oben weg. Ich finde das immer so cool, wenn der von der Seite gefahren kommt. Weil, ja, aber ja, das so? Kann man das so. Nicht eigentlich einstellen? Ja. Wie nee, das jetzt kann man nicht. Das zieht er sich automatisch. Ah, oh, das ist ja doof, ne? Das ist doof, ne? Schön durch die Bäume hindurch betrachtet. Ich passe schon wieder nicht auf, wenn ein Bahnhof kommt. Was ist denn das nächste? Winningen-Mosel. An der Mosel. Mhm. Ach so, wir waren beim Dreiländereck stehen geblieben. Ja, waren wir. Ja, du wolltest noch ein bisschen was erzählen vom Dreiländereck, so deine Eindrücke. Ja, sehr schön, also das, was ich bis jetzt gesehen habe. Bis auf halt dieser Punkt, wo ich mit dem Sonderzug da gefahren bin, da fand ich das halt, also zum Beispiel der Berg ist geradeaus, ne? Der hat ja ganz viele Bäume da drauf. Und das war da zum Beispiel nicht so der Fall. Das fand ich halt ein bisschen schade. Und so diese Strecke mit dieser Brücke bin ich leider noch nicht gefahren. Das wollte ich so als nächstes irgendwann mal in Angriff nehmen. Da gibt es so eine Strecke, wo du so eine gebogene Brücke überfährst. Guck mal da, ist das denn die Autobahn, ne? Ja, die ist sehr hoch. Ja. Die ist echt extrem hoch. Welche Autobahn wird das sein? Die A3? Keine Ahnung. Ach, da fährt ein Auto. Und ein Schiff fährt da, guck.
Ja gut, es ist die Mosel, das wäre auch schlimm, wenn da keine Schiffe wären. Das ist ein Frachtschiff, oder? Ja. Ja, guck, das sind halt so diese liebevollen kleinen Details, ne, die man immer wieder irgendwo sieht auch. Das stimmt, ja. Boah, ist die hoch, alter Schwede. Warte mal, ist die da, A61. Kann man da irgendwie, komme ich da irgendwie hoch? Wahrscheinlich komme ich da nicht immer hoch so. Komm ich nicht mal mit der Kamera hoch. Das ist so extrem nach oben. Boah, wie viele Kilometer geht die nach oben? Das ist ja Wahnsinn. Alter Schwede. Hilfe. Die Autobahn A61, die Moseltalbrücke ist das. Das ist die Moseltalbrücke, ja, da hat man ja schon von gehört. Die Moseltalbrücke hat eine Gesamtlänge von 935 Metern und die längste Spannweite sind 218 Meter. Ja, aber die Höhe wäre mal ganz interessant. Die Höhe möchtest du? 12 Kilometer. 136 Meter maximal. Ja, das kommt schon hin von der Höhe her. Ja. Guckt mal, haben wir wieder was dazugelernt. Haben wir den Bildungsauftrag ganz für diese Folge dann auch. Ja, das muss so sein. Bildungsauftrag ist immer gut, ne? Nein, aber guck mal, das ist ja zum Beispiel interessanter als bei Umsi. Muss man ja jetzt schon sagen, ne? Man sieht hier so... Das sagt er jetzt die ganze Zeit. Ich fahr keinen Zug. Langweilig, Andi. Mach ich nie. Willst du das echt machen, Andi? Das ist voll doof. Ja gut, du hast jetzt auch den Vorteil, du kannst halt nebenbei gucken, ich könnte jetzt gar nicht. Ja eben, genau, also das stimmt schon. Ne, aber so hat man wieder ein bisschen was dazugelernt. Ne?